Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Die Naschzentrale. Heute zeige ich euch mal einen Klassiker aus unserem Nachbarland und zwar Cantuccini. Sie sind unglaublich lecker und sind einfach zu machen. Und möchtest du wissen, wie man diese herstellt, dann bleib unbedingt dabei und ich würde sagen, legen wir los. Für unsere Cantuccini brauchen wir Mandeln, Eier, Mehl, Zucker, Backpulver und Salz. Als erstes geben wir unser Mehl, unseren Zucker, das Backpulver und das Salz in unseren Kessel und rühren mit den Schneebesen alles gut durch. Sobald sich dann alle Zutaten gut vermischt haben, können wir den Kessel innen einspannen und die Eier beigeben. Jetzt einfach auf langsamer Stufe weiterkneten lassen, bis sich wirklich ein schöner Teig bildet. Danach können wir auch schon die ganzen Mandeln beigeben. Sobald der Teig dann richtig schön klebrig ist, ist er auch fertig weiterverarbeitet zu werden. Dieser Teig muss auch nicht rasten, also braucht er keine Angst haben, dass er zu schnurren beginnt. Für unsere Cantuccini-Stränge brauchen wir jetzt ein Backblech mit einem Backpapier. Bemehlt auch eure Arbeitsfläche sowie euren Teig, dass euer Teig beim Ausrollen nicht kleben bleibt. Bei einem Haushaltsofen wird man zwei Bleche brauchen, da man aus diesem Teig sechs Stränge formen kann. Die geformten Stränge sollten einen Durchmesser von 4 bis 5 cm haben. Sobald ihr all eure Stränge geformt habt, könnt ihr auch schon euren Ofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Dann können wir unsere Stränge auch schon für 15 Minuten backen lassen. Wichtig ist es hierbei, das ist jetzt nur der erste Backvorgang. Und nach unserem ersten Backvorgang müssen unsere Stränge wirklich gut auskühlen. Dann kann man sie wieder in den Ofen geben und durch die Hitze werden unsere Stränge wieder weich und man kann sie schneiden. Wichtig ist, dass unsere Cantuccini nach dem Backen richtig schön goldbraun sind. Sobald dann unsere Cantuccini aufgeschnitten sind, ist es hierbei nur noch wichtig, diese luftig zu verpacken, dass sie schön knusprig bleiben. Und somit bleibt nur noch zu sagen, viel Spaß beim Nachmachen und man sieht sich das nächste Mal.